Hallo Leute, dann wollen wir mal zusehen, dass wir in dieser Folge das Geschütz mal abändern, was wir da eingebaut haben, weil das war ja jetzt nichts. Der Thomas Stehler hatte mir das geschrieben. Ich habe es geschafft, dieses eine Geschütz, was hier ist, zu finden, welches nicht automatisch genutzt werden kann. Das würde bedeuten, wir müssen dieses Geschütz dann wahrscheinlich rausnehmen und müssen dafür ein anderes finden. Machen wir alles nach dem Intro. Bis gleich. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir was anderes haben, was passend ist. Der war es also nicht. Slot 6 waren das. Slots, hier steht Slot-Typ bewaffnet nur. Mechaniker. Antimaterie. DPS 75, Feuerstoß, DPS 290. Nehmen wir den. Bauen den da erstmal rein. Und der repariert, der bringt uns jetzt nichts. Machen wir den mal da hin. Das geht nicht mehr. Okay. Jetzt fehlt uns noch ein nicht genutzte Besatzung für alle. Okay. Unbewaffnete Geschütze 0 von 5, bewaffnete Geschütze 2 von 2, Defensivgeschütz, unbewaffnete Geschütze 0 von 5. Was haben wir denn da noch? Bewaffnet. Unbewaffnet. Kann ich den da hinbauen? Der war das ja nicht, ne? Ach, der war 6, ne? Und wir haben nur 5. Schade. Feuerrate. Bewaffnet, 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 bewaffnet. Unbewaffnet, 3. Zerlegt Metalle in Altmetalle steht da. Jetzt haben wir noch 2 Slots unbewaffnet. Der hat aber 3. Bewaffnet. Reparaturlaser. Das ist ein Verteidigungslaser. Irgendwie will er nicht. Nicht genug Slots. Wieso nicht genug Slots? Ich habe 2 Slots unbewaffnet noch frei. So. War das, habe ich jetzt gerade den falschen genommen? Slots. Slot-Typ. Hä? Bewaffnet steht da. Dann sollten wir unbewaffnet finden, ne? Haben wir doch da. So, beim Bergbauer, den brauchen wir da jetzt nicht drauf. Dann hier weiter. Unbewaffnet Slot 2 und nicht DPS. Das hört sich doch gut an, oder? Snapwracker, toll, den brauchte ich jetzt nicht. Irgendwas Verteidigungstechnisches brauchen wir in unbewaffnet. Bergbau. Das denn hier? Möchte jetzt das nicht so haben. Ghostly Buster. Das, den hier wollte ich gucken, unbewaffnet. Das ist auch ein Zerleger, das ist, den brauche ich auch nicht. Das ist, kann auch weg. Unbewaffnete Geschütze haben wir jetzt nicht, die müssen wir dann halt noch finden. Für irgendwo verteidigungstechnisch was, oder? Ist das unbewaffnet nur? Kann natürlich auch sein, dass unbewaffnete nur Zerleger und Dingen sind, das weiß ich jetzt nicht auswendig.
Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir da noch irgendwo einen reinkriegen hier. Und jetzt können die da schießen. Jetzt müssen wir noch hier noch mal rein. Ghostly Buster. Platz für unbewaffnete Geschütze. Defensiv, defensiv, defensive. Und das sind die Offensiven. Who you gonna call? Kann ich den denn jetzt... Kann ich anmachen? Ja, aber warum ist da dieses rote Symbol jetzt noch drin? Habe ich nicht genug Kanoniere oder was? Ne, jetzt passt's. Keine Ahnung, warum. Warte, da unnötig Kanoniere. Ne, ja, da unten steht jetzt richtig. So sieht's erstmal gut aus. Und dann müssen wir noch gen Zentrum, ne? Diese Fraktion hilft uns jetzt nicht so wirklich weiter, ne? Da oben ist ein Tor. Das ist aber das Südtor. Das wollen wir bestimmt nicht nehmen. Das heißt, da ist noch ein Tor. Aus der Mitte raus hier. Das ist das Nord-Nord-West-Tor. Nochmal Karte. Nord-Nord-West. Nee, ich will nicht Nord-Nord-West. Ich will Nord-Nord-Ost. Was ist dann das Tor? Nordost ist es, okay. Dann fliegen wir mal dahin und schauen zu, dass wir von da aus weiterkommen. Schildgenerator wäre noch sinnig an dem Schiff. Fehlte mir auch. Aber wir fliegen erstmal ein Tor weiter und gucken dann. Warte mal, jetzt bin ich schon durch. Naja, hier ist ja immer noch alles gut. Ja, geht's weiter dahin. Handelsposten, Ressourcendepot, Reparaturdock. Und Tor, Ost, Nord, Ost, Nord. Ost, Nord, Ost. Ich glaube, das nehmen wir. Das Tor ist das, okay. Fliegen wir da mal schnell hin. Ja, geht eigentlich, ne? Von der Geschwindigkeit her dahin. Macht schon ganz schön Gas. Und einmal da durchgesprungen. Akku fast leer. Hier fliegen auch wieder ganz viele durch die Gegend. Ah, jetzt kommt schon die Meldung, dass wieder nichts mehr geht. Schiff von Asreiter. Ja, er muss erst laden. Aber hier war ja jetzt nichts. Ost. Nord, Nordost. Das ist unser Tor und das liegt da. So, Akku muss ich erstmal wieder erholen, macht er aber auch. Langsam geht er. Drei Streifen haben wir da unten jetzt. Vier. Ja. Langsam lädt er auf, ne? Aber wir können, ich glaube, erst ab fünf Streifen volle wieder Gas machen, oder? Jetzt sind fünf, glaube ich, voll. Nee, ab fünf geht es immer noch nicht. Es geht, aber es blinkt ja auch, ne? Vielleicht hat das Blinken damit zu tun, dass es sowieso nicht geht.
Irgendwas bei 25%, die wahrscheinlich erst später erreicht sind. Naja. Rohöl verkauft, sehr schön. Nee, ich konnte noch nicht, aber vielleicht hätte ich auch nur einmal. Nee, hätte ich nicht. Okay, sind wir langsam zum Tor erst gekommen. Hat nicht so geklappt, wie ich jetzt wollte. Aber er lädt ja auch noch auf den Akku da, ne? Generator geht erstmal. Handelsposten, Ressourcen, Reparaturen, Transporter gibt es hier noch. Nord-Nord-Ost-Tor gibt es dann auch noch. Ist da hinten. Jetzt müssten wir aber schneller fliegen können, ne? Ja. Okay. Akku verbraucht, geht nicht mehr. Sind das alles kleine Schiffe, die hier gerade fliegen, ne? Die da ausweichen. So moskitomäßig, mückenmäßig, ne? Okay, nächste Tor. Damit wir mehr zum Kern kommen und hoffentlich kommen wir auf einer anderen Fraktion mal. Damit wir da sehen, wie es weitergeht, ne? Da kommt das Tor. Und dann springen wir. Auf in den nächsten Sektor, gucken, was da gibt. Jetzt bräuchten wir mal einen Ausrüstungsdock, ne? Auch nichts. Nordtor gibt es hier nur. Was sagt die Karte? Okay. Ja. Fliegen wir ins Nordtor rein, welches da dann ist. Okay, wir können schneller fliegen, machen wir jetzt auch. Diesmal ziehen wir es durch. Saft aus dem Akku geholt und ab durchs Tor. Oben hat er wieder angezeigt, dass unser Motor ausgelastet ist oder überlastet ist. Und dann gucken wir hier erstmal rein. Biotop gibt es, ein Güterschiff, Korvette, super. Ost-Nord-Ost ist das nächste. Ja, was ja ganz nett erstmal ist. Und das ist da. So, da können wir jetzt ganz langsam wieder hinfliegen, weil mehr Power haben wir nicht drin. Schade, ne? Ausrüstungsdock wäre schön, allerdings diese Fraktion ist immer noch neutral mit uns, das heißt, das bringt nichts. Ja, ich könnte im Handelsposten natürlich was machen, aber eigentlich will ich erstmal vorkommen Richtung Barriere, weil da sind bessere Technologien zu kaufen und so, ne? So, da unten lädt der Balken erst langsam auf. Ja, wenn man den leer fährt, ist es dann schwieriger, den wieder voll zu kriegen, ne? Das ist Fakt. Torgebühr ist 939 Cent oder sowas. Astronomische Cent oder sowas vielleicht. Gut. Schauen wir mal. Und in der Hoffnung, dass da gleich ein anderes Tor mal ist von einer anderen Fraktion. Das wäre ganz cool. Und dann eine Fraktion, wo wir besser stehen mit. So, durch sind wir. Und alles das. Ne, Schiff gut. Ah, ne, da sind wir ja. Und hier ist nix, aber auch gar nichts. So, welches Tor nehmen wir? Das Nordtor dann. Das sagt die Karte. Ja, nix Dolles. Und das Nordtor ist wo? Da oben? Ne. Da ist es. Können wir da hinfliegen? Und geht auch schnell. Dann wollen wir gucken, dass wir da schnell hinkommen, ne? So. Einmal da durchgesprungen. Einmal hier wieder rein. Alles das gleiche. Waffenfabrik gibt es hier aber. Ja,
Waffenfabrik hin oder her, ne? Eine eigene bauen, hatte Thomas Stähler geschrieben. Ja, aber hierfür muss ich auch die Ressourcen etc. von haben. Nord-Nord-Ost-Tor. Da ist es. Also dahin. Und das wieder ganz langsam, ne? Aber ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich für euer Zuschauen. Ich bedanke mich. Was ist denn das? Ein Asteroid, okay. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.